Herzlich willkommen zu einer neuen Reihe vom Quiet Morning hier im wunderschönen Barberini in Potsdam. Dieses Mal sind wir hier anlässlich der Ausstellung der russischen Impressionisten, die ihren Weg gefunden haben nach Paris, in eine Metropole der Lebendigkeit, der Farben, des schönen Impressionismus dort und so auch ihren Weg gefunden haben in eine neue Art der Kunst in Russland. Wir praktizieren heute eine Herzöffnerstunde. Herzöffnende Übungen bedeuten auch Rückbeugen. Das heißt, wir dehnen unseren gesamten Oberkörper, unsere Brustmuskulatur, unseren Herzraum. Wir öffnen uns und wir wollen das Thema hier auch nehmen und auffangen, das Thema Licht. Wir wollen uns verbinden mit dem Licht. Und mit Farbe, mit Leichtigkeit, mit Mut. Ihr braucht nichts weiter als eure Yogamatte. Vielleicht, wenn ihr habt, gerne nehmt euch eine Decke. Und egal, wo ihr praktiziert, lasst uns gemeinsam beginnen im Fersensitz. Und nehmt die Hände vor euer Herz und schließt für einen Moment die Augen. Komm erstmal an. An auf deiner Matte, an bei dir in deinem Körper. Lass dich ein auf deinen Weg durch die Yoga-Praxis. Und wähle auch hier wieder selbst. Komm raus aus der Angst, aus Wut, aus Ratlosigkeit, vielleicht aus dem Dunkeln. Immer wieder hin zu Mut, Freude, Impression. Licht und Liebe hin zu dir. Atme einmal tief durch die Nase ein, ganz tief ein, vor allem nach oben in den Brustkorb hinein, bis in die Schlüsselbeine. Und atme aus, gib alles ab, alles Altes, Verbrauchtes, Negatives, mit der Ausatmung immer alles loslassen. Tief durch die Nase einatmen. Auffüllen, ganz weit werden und mit der Ausatmung abgeben, loslassen. Das Geheimnis hinter allem ist loslassen. Einatmen, neue Energie, Licht, Liebe in den Körper schicken und ausatmen, gib alles nochmal ganz bewusst weg von dir. Dann ganz langsam, ganz, ganz langsam öffnest du deine Augen. Stell dir vor, du ziehst die Gardine so ganz langsam auseinander und die ersten Lichtstrahlen kommen hier durch. Und du tankst dieses Licht auf und atmest dann mit geöffneten Augen einmal tief ein. Und vollständig aus. Bring die Hände auf deine Matte. Komm einfach nach vorne. Bring die Hände nach vorne in Richtung Anfang der Matte. Öffne deine Knie mal schön weit, so mattenweit auseinander. Schieb dein Po weit nach hinten Richtung Fersen. Und dann lass dein Herz einmal richtig schön Richtung Erde fallen. Ja, lass die Erdanziehung hier auch ein bisschen mithelfen.
lass den Oberkörper und dein Herz schwer werden. Leg den Kopf sanft ab auf deine Matte. Mit jeder Einatmung wirst du lang, die Wirbelsäule lenkt sich, die Fingerspitzen wandern weiter nach vorne. Und mit jeder Ausatmung lass den Brustkorb, dein Bauch und alles schön schwer Richtung Boden sinken. Noch zweimal tief einatmen, ganz weit in alle Bereiche deines Rückens hinein. Und ausatmen, gerne auch durch den geöffneten Mund, richtig schön aushauchen. Nochmal tief ein. Und ganz aus. Und dann langsam wander deine Hände wieder ran. Bring die Knie wieder zusammen. Komm einmal in Sitzen. Bring die Arme nach vorne. Greif die Hände ineinander. Und dann kreis einmal die Handgelenke ganz großzügig. Du kannst auch die Hände öffnen und dann die Hände kreisen. Ja, stell dir vor, hier richtig schön die Rotation größer und größer werden zu lassen. Und du malst. Ja, gib dich malerisch hin hier heute. Wir sehen hier ein Bild, ein ganz aussagekräftiges, schönes, farbenfrohes Bild von russischen Frauen in ihren folklorischen Trachten, die dort sitzen und sich besuchen. Nimm die Stunde vielleicht hier, um dich selbst zu besuchen. Ja, wir brauchen nicht immer Leute um uns herum, sondern wir können auch gerne einmal mit uns selbst sein und gucken und lauschen und hören, wie geht's mir, wie geht's meinem Körper und wie fühlt sich die Yoga-Praxis heute an. Komm in den Vierfüßlerstand, bring die Hände unter die Schulter, die Knie unter die Hüfte. Katze Kuh, einatmen, bring dein Herz nach vorne. Sitzbein nach hinten, Kopfkrone nach vorne, Schultern zurück und richtig schön Brust raus, Blick sanft nach vorne. Mit der Ausatmung runde den Rücken, ganz kraftvoll runden Bauchnabel ranziehen, rund werden, Hände schieben die Erde unter dir weg. Einatmen, nach vorne, Schultern zurück, öffnen. Ausatmen, wieder in den runden Rücken gehen, jeden einzelnen Finger fest in die Matte schieben. Einatmen, nach vorne, geführtes Hohlkreuz, Bauch hängt sanft. Ausatmen, runder Rücken. Letztes Mal einatmen, nach vorne. Ausatmen, rund werden, Bauchnabel ranziehen. Mit dem runden Rücken setz dich nochmal zurück ins Kind, leg die Stirn ab und greif diesmal die Hände hinter deinem Gesäß ineinander. Ja, greif die Hände ineinander, mach eine Faust und dann roll deine Schulterblätter eng zusammen und führ ganz sanft die Arme über den Kopf, Richtung Kopf, nicht zu weit, mehr nach oben, Richtung Himmel, Richtung Decke. Ja, und dann atme drei tiefe Atemzüge in dieser Haltung, tief in deinen Brustkorb. Spür die Dehnung in den Schultern. Lass dein Gesicht ganz weich und ganz locker, ganz gelöst weiterhin. Nichts festhalten. Ausatmen, lass dein Herz wieder mehr sinken. Einatmen nochmal ganz weit. Und ausatmen, richte dich langsam auf, lass die Arme wie sie sind, komm nochmal in den Fersensitz und schieb die Fäuste nach hinten weg. Der Bauch bleibt relativ fest, damit du nicht aus dem unteren Rücken in die Rückbeuge gehst, sondern wirklich aus dem Brustkorb. Ja, hier wieder schön spüren, wie deine Brustmuskulatur sich öffnet, die fasziale Muskulatur noch weiter wird, richtig schön in die Dehnung kommen. Bauch anspannen, leicht anspannen, nochmal ganz tief einatmen. Tief ein, in jeden Bereich des Brustkorbes, bis nach oben in die Schlüsselbeine. Blick geht nur sanft nach oben und ausatmen, lass die Stirn nochmal nach unten sinken zur Matte und bring die Arme nach oben, weit nach oben hoch.
löst die Verschränkung und dann komm von hier langsam einmal nach vorne. Bring die Hände etwas weiter nach vorne vor, ein bisschen weiter nach vorne vor. Streck erstmal ein Bein nach dem anderen nach hinten weg. Du trittst mit der Ferse der rechten und der linken einmal weit nach hinten weg, um die Beinrückseiten zu öffnen. Ruhig nochmal hier dehnen, vorbereiten für den herabschauenden Hund und alles, was kommt. Und dann bring die Knie zum Boden. Ja, lass den Fußrücken hinten flach und dann beug die Ellenbogen beugen und langsam legst du den Oberkörper ab auf deine Matte. Genau, komm in Bauchlage. Dann Füße flach ablegen, Hände unter den Schultern, Ellenbogen ran und dann roll die Schultern einmal über vorne nach hinten eng zusammen, sodass die Schulterblätter sich fast berühren wollen. Und richte dich auf. Mehr aus der Kraft des Rückens in die kleine Kobra. Einatmen, aktiviere den Bauch sanft. Ausatmen, Stirn weit nach vorne ablegen. Einatmen, kleine Kobra, halb hoch. Ausatmen, mit viel Länge die Stirn nach vorne ablegen. Noch einmal einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, ablegen. Bring die Hände nach vorne, vielleicht so ein kleines bisschen vor die Matte, ja, so mattenweit auseinander. Und jetzt können die Beine und dein Gesäß entspannen. Du lässt dein Schambein am Boden und schiebst die Arme gestreckt in die Matte, in den Boden hinein. Schultern weg von den Ohren. Sanft in eine andere Variante der Kobra, ja, und auch eine Rückbeuge. Tief ein- und ausatmen. Durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Nochmal ein. Aus. Langsam ablegen, zurück auf die Matte, Hände unter die Schulter bringen, stülp die Zehen hinten um und dann schieb dich ganz langsam, achtsam übers Kind in den ersten herabschauenden Hund. Schieb dein Gesäß nach hinten oben raus. Kraftvoll die Hände weit aufgefächert in die Matte. Trete gern abwechselnd rechts und links auf deiner Matte. Die Ferse rechts tief, links tief, um so ein bisschen Bewegung reinzubringen. Gerne schüttel deinen Kopf mal ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Und dein Ende immer positiv mit einem Ja. Atme nochmal tief ein. Länge in den Rücken. Ausatmen. Die Fersen nur so tief, wie es für dich angenehm ist. Und dann atme ein, wander mit kleinen Schritten nach vorne an den Anfang deiner Matte. Lass dich hier einmal gerne nach vorne sinken, den Oberkörper für die Vorbeuge, die stehende, schön tief sinken lassen. Atme einmal in die Beinrückseite tief hinein und ganz aus. Verbinde dich während der Yoga-Praxis immer wieder mit deinem Atem. Wer Ujjayi-Atmung beherrscht, der atmet diese, ansonsten atme gleichmäßig und tief immer ein und aus. Und dann von hier langsam, Wirbel für Wirbel, ganz langsam, richte dich auf, roll wie eine Perlenkette nach oben hoch, bring dann die Schultern einmal über vorne nach oben hoch zu den Ohren und dann nach hinten, unten tief in den Stand kommen für die Hände vor dein Herz. Tadasana, die Berghaltung. Diese Haltung, die stehenden Haltung, heute ganz besonders auch angelehnt an die russische, ans russische Volk, ganz stolz, stolz stehen, kraftvoll geerdet und ganz zuversichtlich und positiv mit dem Blick zielgerichtet nach vorne. Atme einmal tief durch die Nase ein und mit Leichtigkeit aus.
Wir fließen durch den klassischen Sonnengruß mit der Einatmung für die Arme über vorne nach oben, kommen in eine sanfte Rückbeuge. Lass den Bauch relativ aktiv, ja, und lehn dich auch hier wieder mehr aus dem Brustkorb zurück. Blick sanft nach oben. Ausatmen, komm in eine Vorbeuge, gerne die Arme über die Seite, die Knie leicht beugen, lass den Kopf hängen. Mit der Einatmung mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt zurück, rechtes Knie zum Boden, rechten Fußrücken hinten flach. Achte darauf, dass vorne dein Knie und dein Fußgelenk auf einer Linie sind. Dann komm von hier einatmend hoch, bring die Arme so wie ein Kaktus auseinander und lehn dich auch hier wieder zurück für eine leichte, sanfte Rückbeuge. Schön öffnen. Tief einatmen durch die Nase und aus. Noch einmal tief einatmen. Mit der Ausatmung lass dein Becken nochmal tiefer sinken, nach vorne unten rein. Wir atmen nochmal tief durch die Nase ein. Ganz aus. Dann atme aus, bring die Hände zum Boden, neben den Fuß, stülp den hinteren Fuß um, trete zurück in die schiefe Ebene, in die Liegestützposition. Zieh den Bauch ran, mach alles fest, ganz stolz, ganz gerade der Rücken. Atme nochmal ein. Ausatmen, Knie zur Matte und langsam erst Brustkorb, dann dein Kinn und zum Schluss Gesäß auf den Boden ablegen. Atme ein, komm in die Kobra, in die Kleine. Atme aus, Stirn zum Boden. Atme ein, schieb dich zurück und komm in den herabschauenden Hund mit deiner Ausatmung. Einatmen, den rechten Fuß nach vorne vortreten, bis zu den Händen. Linkes Knie tief, linker Fußrücken flach. Einatmen, andere Seite. Kaktusarme sanft zurückbeugen. Ja, schön die Schultern dabei nach hinten ziehen, dass du wieder die Dehnung im Herzraum, in den Schultern und im Brustkorb spürst. Nochmal tief ein. Ausatmen, lass dich rein sinken, nach unten, vorne, tief, dass die Dehnung in der Hüfte und Leiste noch spürbarer wird. Noch ein letztes Mal einatmen. Ausatmen, bring die Hände wieder nach vorne neben dem Fußstück, den hinteren um und diesmal trete direkt nach vorne neben den anderen. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, die Arme über vorne. Und dann nach hinten neigen, Rückbeuge, stehende, genau. Und dann zieh die Hände vor dein Herz zurück in Namaste mit den Händen hier vor deinem Brustkorb. Noch einmal, eine Runde, einatmen, die Arme über vorne, nach hinten, lehn dich sanft zurück. Ausatmen, etwas dynamischer, die Hände tief in die Vorbeuge, den Kopf hängen lassen. Einatmen, linken Fuß diesmal weit zurück, Fußrücken hinten flach. Atme ein, bring die Arme nach oben, öffne. Tief einatmen, ausatmen, Hände zur Matte zurücktreten in die schiefe Ebene. Einatmen, halte fest den Körper, ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder dein Weg durch Chaturanga. Einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, Stirn weit nach vorne ablegen. Einatmen, schieb dich zurück und in den herabschauenden Hund ausatmen. Einatmen, linken Fuß nach vorne vor. Rechtes Knie tief. Atme ein, öffne dein Herz. Blick nach oben, Richtung Himmel, Richtung Licht. Ausatmen, Hände nach die Matte zurück, den hinteren Fuß nach vorne vortreten, Vorbeuge, ausatmen. Einatmen, Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, führ die Hände vor dein Herz und atme einmal zwischen. Spür einmal nach,
Komm wieder an bei dir zu Besuch und check mal. Wie geht's meinem Körper? Was machen meine Muskeln? Was macht mein Atem? Und ganz besonders, was machen meine Gedanken? Nimm das alles wahr, ohne zu sehr da in die Beurteilung, in die Bedeutung zu gehen, ohne zu viel Wert darauf zu legen. Atme tief ein und ganz aus. Dann öffne wieder deine Augen, komm in den Stand. Wir kommen in den Baum. In dem Baum, du verlagerst dein Gewicht auf deinen rechten Fuß und dann bringst du deinen linken Fuß, greifst du einmal und bringst ihn nach oben an den rechten Oberschenkel. Wenn das zu viel ist, kannst du auch gerne hier in dieser Variante bleiben. Guck einfach, was geht. Wichtig ist, dass dein Fuß nicht am Kniegelenk landet. Bring die Hände vors Herz und dann schau aber ruhig nochmal, dass du hier schön aufmachst. Dein linkes Knie nach hinten weg und der Bauchnabel entgegengesetzt nach rechts. Schön Stand aufbauen. Auch nicht hier in die Hüfte sinken, sondern das Standbein strecken, stolz stehen. Such dir auch gerne am Boden vor dir einen Konzentrationspunkt, wenn es heute wackelig ist. Kann sein, dass du noch viel vorhast oder viel los ist in deinem Leben, dann ist es immer gut, sich einen Punkt zu suchen in den Yoga-Übungen, um die Konzentration zu halten. Hände gehen vor dein Herz. Standbein aktiv. Und wir halten. Wir halten. Ganz präsent. Die russischen Impressionisten, die suchten auch in den Landschaften ihre Gefühle oder Gefühle, um diese zu zeichnen. Mit Licht und ja, ganz viel Farbe und ganz viel Ausdrucksstärke. Bring die Arme auseinander, so wie Äste. Genau. Und dann kannst du dich auch hier wieder beobachten. Ist heute eher windig in deinem Wald, wo du bist, oder eher ruhig. Ja, Landschaftsmalerei, auch ein großes Thema hier in der Ausstellung. Ein großes Thema sowieso auch in unserem Leben, Landschaft. Geht raus. Großer Appell an alle. Geht immer wieder raus ans Licht. Bewegung tut gut. Nochmal halten, tief einatmen. Ausatmen, bring die Hände vors Herz, langsam lösen, einmal die Fußgelenke kreisen, auflockern. Genau, schön lockern. Und dann wechseln wir direkt die Seite. Diesmal dein Gewicht mehr auf dem linken Fuß, schönen stabilen Stand finden, Standbein ist aktiv. Und dann wähle wie auf der anderen Seite deine Haltung, deine Position. Rechten Fuß, linker Oberschenkel mit Druck und Gegendruck aneinander. Und dann hier wieder das rechte Knie so ein bisschen weg öffnen, dass du schön weit wirst in deiner Leiste und Hüfte. Hände vors Herz, Schultern entspannt, Blick sanft, freundlich, bei dir bleiben, fokussieren. Gerne wieder diesen Fokuspunkt hier am Boden für dich wählen. Atmen und halten. In der Präsenz bleiben, dabei freundlich bleiben. Mit jeder Einatmung schick neue Lebensenergie, Prana, in deinen Körper. Und mit jeder Ausatmung lass immer wieder alles los. Über die Füße lass alles gehen in die Erde. Bring die Arme nach oben hoch, öffne deinen Baum. Ja, lass die Äste richtig schön kraftvoll, ganz elegant hier im Wind wehen oder auch nicht.
Atme tief durch die Nase ein, vollständig aus. Wir halten nochmal für 2 Atemzüge. Stell dir vor, du stehst hier so ganz unbeschwert unter freiem Himmel. Bring die Hände vor dein Herz und langsam löse das Ganze. Kreis auch hier nochmal Fußgelenk, großzügig rechts und links. Und dann trete wieder an den Anfang deiner Matte und bring die Hände vors Herz, Tadasana, deine Berghaltung. Atme einmal tief ein und ganz aus. Zieh den Bauchnabel zu dir ran, zur Wirbelsäule ran. Öffne die Augen. Atme ein, bring die Arme wieder über vorne. Komm in eine sanfte Rückbeuge. Ausatmen, nach unten in die Vorbeuge. Atme ein, komm einmal in die halbe Vorbeuge. Der Rücken ist gerade, Bauchnabel zieht und saugt nach innen ran. Und dann bring die Hände neben die Füße, trete zurück in deinen herabschauenden Hund. Atme tief durch die Nase ein und aus. Bring die Knie zur Matte, komm in den Vierfüßlerstand zurück. Lass die Zehen ruhig aufgestellt und dann guck, dass der Bauch schön aktiv ist, deine Körpermitte richtig schön aktiv hält, ja, damit die Wirbelsäule gerade ist und auch der Kopf ist gerade in Verlängerung, die Halswirbelsäule schön in einer Linie halten mit dem Rest. Und dann bring deinen linken Fuß einmal nach hinten geflext raus, den rechten Arm dazu und den Daumen, den rechten, der zeigt nach oben hoch Richtung Decke. Dein Bein und dein Arm ziehen auseinander, der Fuß ist hinten geflext, Bauch ist aktiv, halte kurz und dann den rechten Arm über rechts nehmen, um dein linkes Fußgelenk zu greifen. Dann schieb das linke Fußgelenk, der linke Fuß kraftvoll in die Hand und du öffnest auch hier, Blick nach vorne, Schultern zurück, Brustkorb nach vorne raus. Und halten, auch die Balance halten, atmen, nochmal einatmen, langsam, Achtung, langsam lösen, nochmal auseinanderziehen, einatmen, ausatmen, nur die rechte Hand absetzen, den linken Fuß hinten einmal seitlich flach hinter den rechten Fuß. Dann klappt dein rechter Unterschenkel so ein bisschen nach hinten weg. Und du guckst mal, dass Ferse, Fuß, Knie und deine rechte Hand auf einer Linie sind. Dann kommen wir hier nach oben hochgetwistet, ziehen die linke Hand weit nach oben hoch. Richtig schön die Schultern auseinander, beide Schultern weg von den Ohren. Ganz viel Stabilität hier im Oberkörper. Wer noch mal einen Schritt weiter gehen möchte, hebt den hinteren Fuß ab und zwar parallel zum Boden. Fuß ist geflext. Halten und ausatmen, zurückkommen, langsam in den Vierfüßlerstand. Atme einmal ein, geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, runder Rücken. Neutrale Position, wir wechseln die Seite. Bring einmal den rechten Fuß geflext nach hinten raus. Bauchnabel wieder aktivieren, Körpermitte und dein ganzes Zentrum, Rumpf ist schön fest. Und dann die linke Hand nach vorne ausstrecken, der linke Daumen zeigt nach oben hoch zum Himmel. Einmal hier atmen und halten in der Asana, schön kraftvoll, den Rücken kräftigen, Gesäßmuskulatur. Von hier beugt dein hinteres Bein 90 Grad. Und dann greif mit der linken Hand dein hinteres rechtes Fußgelenk. Schieb deinen Fuß in die Hand, schön nach hinten weg.
Spür die Dehnung im rechten Oberschenkel, aber vor allem wieder im Brustkorb, in der Schulter, in deiner Muskulatur. Atmen. Noch einmal tief ein. Ausatmen, langsam lösen, hinteres Bein strecken, linke Hand unter dein Gesicht, linke Hand, linkes Knie und dann setz den rechten Fuß ab, hinten seitlich flach. Dein linkes Knie schert so ein bisschen oder der Unterschenkel schert so ein bisschen nach hinten weg und dann hier einatmen. Führ diesmal den rechten Arm nach oben hoch. Schön kraftvoll die Schulterblätter stapeln, Oberkörper aktivieren, deinen Rumpf festmachen, heb das rechte Bein, wenn du möchtest, weg vom Boden. Der Fuß ist geflext und das Bein ist parallel zum Boden. Schön halten. Der Blick ist ganz deine Wahl, nach vorne, nach unten oder wenn du okay bist in der Halswirbelsäule, auch gerne nach oben. Halte nochmal und dann atme aus, bring den Fuß, dein Knie, deine rechte Hand zurück zur Matte. Schieb dich einmal in die Haltung des Kindes zurück. Atme einmal tief in den unteren Rücken, ganz viel Weite hinein. Und dann atme aus. Lass los. Komm nach vorne, stülp die Zehen hinten um. Atme aus und schieb dich in deinen letzten herabschauenden Hund für heute. Drei tiefe Atemzüge. Mit jeder Einatmung Länge in den Rücken. Ja, ganz lang werden. Die Finger in die Matte schieben. Schultern weg von den Ohren. Und mit jeder Ausatmung die Fersen vielleicht ein Stückchen mehr Richtung Boden. Gesäß und Oberschenkel ziehen nach hinten, oben weg. Noch ein letztes Mal tief ein. Ganz aus. Wander nach vorne durch, langsam mit den Füßen nach vorne durch und dann komm ins Sitzen, Gesäß mittig auf deine Matte. Greif mit den Händen unter die Oberschenkel und dann ganz langsam roll dich zurück. Und von hier roll ein paar Mal vor und zurück, achtsam auf der Wirbelsäule. Mach dich rund. Greif hier jeden Wirbelkörper und dann lass die Bewegung langsamer, ruhiger werden, bis du dich ausgeschaukelt hast und ins Liegen kommst. Lass die Füße aufgestellt für die Brücke. Füße sind aufgestellt, etwas dichter ran zum Gesäß. Die Füße sind hüftschmal, ja, und die Knie auch hüftschmal. Die Hände bleiben erstmal am Boden liegen. Atme hier nochmal tief ein. Ganz aus. Einatmen. Schieb dein Gesäß und dein Becken ganz weit nach oben hoch. Greif die Hände jetzt unter dein Gesäß ineinander. Und dann schaukelst du deine Schulterblätter eng zusammen. Dadurch öffnest du wieder im Brustkorb. Du schiebst die Brust richtig schön nach weg von dir. Ja, richtig schön Richtung Himmel. Auch die Oberschenkel, deine Knie, die wollen eher nach vorne. Ja, und dein Gesäß ist aktiv, Becken weit nach oben hoch. Atme Ujjayi, drei Atemzüge. Meeresrauschen. Deine Kehle ist verengt, automatisch in dieser Haltung. Spür rein, ob du vielleicht tiefer einatmen kannst. Und genauso lang und tief auch wieder aus. Letzten Mal einatmen. Ausatmen, bleib hier. Und dann löse deine Hände. Komm auf die Zehenspitzen und vielleicht kannst du die Hände unter deine Hüfte bringen. Ja? Dass du hier so die Hände unterm Gesäß hast. Eine unterstützte Variante.
Gerne auf den Zehenspitzen bleiben. Wenn du flexibel bist, auch den Fuß wieder absetzen. Und dann gib dein Körpergewicht so ein bisschen auf, die Hände ab. Atme nochmal ganz tief durch die Nase ein. Vollständig aus. Ein. Aus. Letztes Mal ein. Ausatmen. Komm auf die Zehenspitzen, Gesäß anheben, Hände lösen und Wirbel für Wirbel ganz langsam zurückrollen auf deine Matte. Zieh die Knie ran zur Brust. Greif mit den Händen um die Schienbeine und dann schaukel dich sanft von Seite zu Seite. Schenk so deinem unteren Rücken selbst eine kleine Massage heute. Spür da rein, nimm dich wahr. Für den Fisch unsere letzte abschließende Asana. Lass die Beine ausgleiten. Pointe deine Füße, also weg die Zehenspitzen, nicht ranflexen, sondern weg, streck die Zehen. Bring die Hände dicht neben deinen Körper. Und dann schiebst du so ganz bisschen deine Hände unter dein Gesäß. Die Ellenbogen eng zusammen. Und zuerst atme ein und bring deinen Brustkorb über ein bisschen Kraft in die Unterarme. Ja, du kommst auf deine Ellenbogen, Unterarme. Schieb dein Herz, dein Brustkorb weit nach oben hoch Richtung Decke. Und dann erst lass den Kopf sinken, wenn der Nacken okay ist, und lande ganz sanft nur auf der Kopfkrone. Matsyasana, der Fisch. Tief ein- und ausatmen. Nochmal, letztes Mal ganz bewusst und ganz tief in deinen Herzraum atmen. Letztes Mal tief ein und gerne mal Mund auf Zunge raus. Aus. Bring zuerst dein Kinn zurück an den Brustkorb und dann löst die Arme, die Verschränkung. Und löst die Arme unter dem Gesäß, bring die Arme rechts und links auseinander, komm in deine Endentspannungshaltung, Shavasana, in die Totenhaltung. Die Handinnenflächen zeigen nach oben hoch Richtung Decke. Deine Füße und deine Beine fallen aus den Hüftschaufeln ganz angenehm nach rechts und links. Die Schultern sind weit weg von den Ohren und du findest hier eine Position, die sich für dich richtig gut anfühlt. Kreise den Kopf ganz langsam von Schulter zu Schulter. Und dann finde die Mitte. Atme nochmal ganz tief ein. Und durch den geöffneten Mund ausatmen. Spür die Schwere deines Körpers. Und lass dein ganzes Körpergewicht komplett in den Boden sinken. Dein Gesicht ist weich. Der Kiefer entspannt. Dein Gesicht ist ganz weich. Genieße für diesen Moment das Gefühl von getragen werden. In deinem Leben.
Du hast immer wieder die Wahl, ob du dich schwer fühlst oder leicht. Beweg die Fingerspitzen, die Zehen, Handgelenke, Fußgelenke. Lächle, streck die Arme über den Kopf. Zieh dich in die Länge, regel dich. Und dann bring ein Knie nach dem anderen ran zur Brust. Greif unter die Oberschenkel und schaukelt noch dreimal auf der Wirbelsäule vorn zurück. Beim dritten Mal kreuz deine Beine und finde einen für dich angenehmen Sitz für eine abschließende Meditation hier. Gerne den Schneidersitz, gerne den Fersensitz, gerne auch die Beine nach vorne ausgestreckt. Schau, was dir heute gut tut. Leg die Handflächen auf die Oberschenkel, Handinnenflächen zeigen nach oben. Ja, wir öffnen wieder, um all die Energie, die uns zur Verfügung steht, besonders auch hier, ganz viel Energie, empfange diese über die Handinnenflächen. Finde die Position, richte dich ein, lass die Wirbelsäule ganz lang, ganz aufrecht. Dein Kinn ganz sanft Richtung Kehlkopf ziehen, sodass sich deine Halswirbelsäule noch etwas mehr aufrichten kann. Und dann schließ deine Augen. Meditation, Atmung. Asanas, die Körperhaltungen, all das ist Yoga. Und dann finde jetzt einmal mit geschlossenen Augen dein drittes Auge, der Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Mittig auf der Stirn, zwischen deinen Augenbrauen. Mit geschlossenen Augen schau von innen zu diesem Punkt. Und dann lass ihn ganz hell erstrahlen. Das kann eine Sonne sein, die du dir vorstellen kannst. Es kann ein Lichtstrahl sein, der dich trifft. Es kann aber auch ein schönes, buntes, farbenfrohes Bild sein, ein Edelstein. Wähle selbst. Und lass diesen Punkt, dein drittes Auge innerlich ganz hell erstrahlen. Über die Konzentration auf diesen Punkt kommst du noch mehr weg von störenden Gedanken. Bleib weiter im Licht und nochmal für einen Moment ganz in Stille.
Lass die Augen noch geschlossen. Sammel all die Energie und das Licht jetzt zwischen deinen Handinnenflächen und mit geschlossenen Augen führ deine Hände langsam, ganz langsam zusammen, aneinander, vor dein Herz. Sinke mit deinem Kinn Richtung Brustkorb, Richtung Herz. Und dann schenk dir ein ganz wahrhaftiges, ein ganz lebendiges, ein ganz liebevolles, freundliches Lächeln. Bedanke dich bei dir selbst für deine heutige Yoga-Praxis hier mit uns im Museum Barberini. Und trage dein Licht, trage die Farbe und auch die Luft und die Natur mit in deinen Tag, in deinen Abend, mit nach außen. Vielen Dank. Namaste.